Bei der Rettung aus dem Auto haben wir verschiedene Gefahrenquellen, die wir erstmal ein bisschen beseitigen wollen. Zum einen sind es die Airbags. Das heißt, ich möchte nicht in den Fahrerraum irgendwie mit meinem Kopf reingehen, denn ich habe dort zum einen den Airbag hier vorne im Lenkrad, aber auch in den Säulen befinden sich Airbags und diese könnten, sofern sie nicht schon ausgelöst haben, noch auslösen. Und dieser Gefahr will ich entgehen. Das heißt, ich kann mich beispielsweise hier unten auf den Boden draufsetzen, um so dann die zweite Ebene der Sicherung zu begehen, und zwar das Wegrollen des Autos. Um das zu machen, kann ich einmal quasi die Handbremse anziehen, wenn ich sie dann finde, da. Und auf der anderen Seite kann ich auch den Schlüssel einmal ziehen und im Idealfall oben aufs Armaturenbrett legen. Anschließend möchte ich den Gurt irgendwie lösen. Zum Gurtlösen habe ich die Möglichkeit, entweder ganz normal mit der Hand den Gurt entlang zu fahren und den Gurt aufzumachen. Sollte ich keine Möglichkeit dazu haben, dann würde ich in dem Moment die Schere nehmen und den Gurt einmal aufschneiden. Gut. Danach, nachdem das passiert ist, möchte ich die Patienten irgendwie rausheben. Dazu wende ich einen Rettungsgriff an und den kann ich nur anwenden, wenn der Patient mit dem Rücken zu mir sitzt. Das heißt, ich möchte ihn einmal drehen. Dazu greife ich einmal quasi von beiden Seiten in den Hosenbund rein, drehe den Patienten in meine Richtung. Wenn er mithilft, ist es noch deutlich angenehmer. Um dann anschließend mit meinem Arm unter seinen beiden Achseln lang zu gehen und seinen Arm zu greifen. Wichtig hierbei ist, dass die Daumen außen sind und nicht komplett den ganzen Arm umgreifen. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich mir einen sicheren Stand verschaffen. Und mit diesem sicheren Stand kann ich dann den Patienten einmal nach hinten rausziehen und so ihn aus dem Gefahrenbereich retten.